Das war wirklich sehr beeindruckend, das wieder zu hören, diesen Text von Moshe. Bei mir kam eine Frage hoch, die in Bezug auf einen anderen Begriff, das Moshe Nathan natürlich auch immer verwendet in anderen Verbänden. Ja, nee, der Begriff von Instinkt. Was ist die Beziehung von dieser Reflexion, die Spiegel, mit Instinkt? Also das ist auch ein Begriff, Sie wissen, dass das Moshe sehr wichtig behandelt, nicht? Es gibt eine Reihe von Instinkt, nach Intuition, nach Inspiration und so weiter. Das ist dann, in seiner Psychologie ist das sehr häufig, tritt es sehr häufig auf. Und meine Frage wäre, es wäre interessant, wenn irgendeiner von Ihnen das vielleicht mal nachschlagen würde, inwieweit das Instinkt, was natürlich auch in westliche Begriffe häufig auftritt, inwieweit das auch eine Analogie oder sogar eine bestimmte Ausmaß an Identität aufzeigt mit eben, was Moshe die Reflexion nimmt. Natürlich, die Reflexion geht, würde ich sagen, weiter, ist tiefer, ist etwas mehr, ist besonders unter den Menschen mehr etwas Seelisches, und der Instinkt ist natürlich etwas, was mehr aus dem Gemütszustand vielleicht hervorgeht. Aber vielleicht, wenn irgendeiner von Ihnen Zeit, Möglichkeit hat, doch mal nachzuschlagen, wie Instinkt heutzutage definiert wird, dann könnte das wirklich interessant sein, zu wissen, in welchem Vergleich das steht, zu dasjenige, was Moshe hier als Reflexion andeutet. Es gibt noch andere Aspekte von Reflexion natürlich, in Bezug auf die Sprache, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Nicht, dass die Sprache eigentlich eine Art von Verhärtung ist, eine Begrenzung ist von der Übertragung über diese Reflexion, über diese Spiegel. Die spiegelhafte Übertragung ist mehr als nur eine Übertragung an Worte. Wenn es nur Worte sind, inwieweit sind Worte nur ein Modus, eine Möglichkeit, bestimmte Sachen in ein anderes reflektieren zu lassen. Also das sind sehr interessante Verknüpfungen mit diesem Begriff von Reflexion. Und vielleicht, dass diejenigen von Ihnen, die dazu eine Möglichkeit Zeit oder hatten, sich mal darauf richten, aufzusuchen, inwieweit das zum Beispiel ein Begriff von Instinkt, das heute natürlich auch ein wissenschaftlich, zoologische oder begriffmäßige, psychologische Interpretation hat, diesen Vergleich zu treffen und zu sehen, wo dasjenige miteinander übereinstimmt, inwieweit das, was Hazret als Reflexion andeutet, weiter geklärt werden kann, wenn wir diesen Begriff Instinkt auch daneben halten und sehen, wie weit die zwei miteinander vergleichbar sind, übereinstimmen oder wie ich denke, dass Instinkt also ein beschränkter Begriff ist als Reflexion, aber auf irgendeine Weise gehört es doch zusammen.